So, liebe Freunde. Ja, ich habe es sehr lange versucht, alleine nochmal und hier und da und geschoben rauf runter und ich bin einfach nicht auf die Lösung gekommen. Das ist ein Rätsel, da muss ich echt sagen, nee, für mich wirklich unmöglich zu lösen. Und deswegen musste ich halt zum zweiten Mal bei diesem Spiel bei jemanden gucken, der für dieses Rätsel ja schlauer war und schlauer ist, als ich es bin. Und ja, so musste ich halt das sozusagen abgucken. Und alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, weil nebenbei hat er noch irgendwas zusammengerechnet da von Zahlen und Ergebnissen, wo ich mich gefragt habe, hä, wieso rechnet der da mit Zahlen, wobei hier gar keine Zahlen drauf sind, so mit 2 mal 6 und 5er und habe ich mir auch so gedacht, hä, wie rechnet der denn da Zahlen und sind doch nur Zeichen drauf und naja, keine Ahnung, was der da gerechnet hat, das weiß ich bis heute nicht, aber gut, dann hat er diese Kette halt auf diese Ebene gemacht und dann hat er einfach die Kette genommen, ist dann so ganz normal ganz nach oben gegangen. Ja, und die Fünfer hier hat er auf der Stufe 3 gemacht. So. Und das ging bei denen wirklich ganz schnell, ruckzuck, wo ich mich gefragt habe, hä, der rechnet da irgendwelche Zahlen wie 1 mal 1 und 2 mal 5 und denke ich, hä, was soll das denn? Aber gut, keine Ahnung, was der da gesehen hat an Zahlen, Nummern, Ergebnissen und so weiter. Ich hätte das nie so lösen können. Also, ich hoffe, man kann es mir verzeihen. Denn ich wollte ja noch irgendwie schnell weiterkommen, sozusagen. Heute weiter. Okay, wir müssen nicht machen, wie es aussieht. Hier ist es total dunkel. Ist hier zufällig noch was? Wo es ein bisschen heller wird wieder? So incredibly stubborn. Exploring an ancient palace all by yourself. Of course, I would never do such a thing. Gut. Hier ist es dunkel. Ja. Hier ist wieder noch ein Weg. So, ich muss mal niesen. Ja, so. Hier geht's nicht weiter. Nee. Ach, da ist eine Leiter, aber da ist ein Gitter vor. Moment, hier ist ein Hebel. So, jetzt kann man hier runter. Okay. Ja, es gibt manchmal Rätsel, wo du echt minutenlang oder wie lange auch immer versuchst, dies und das zu machen und ja, kommst einfach nicht drauf. Still no sign of her. How does she solve all these puzzles so fast? Let's see. How about if I align these discs? Okay, hier sind wieder. Hier sind wieder die Scheiben. Dann gucken wir mal. Wie schnell dreht sich die obere? Wir müssen jetzt nach links, oder? Ne, hier unten runter. Da ist das Wasser. Okay. Die in der Mitte dreht sich die Richtung. Wow. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und beim vierten Mal ist hier unten. Beim vierten Mal ist hier unten die obere war. Ach, oben hat doch aufgeleuchtet, Mensch. Einmal oben. Zweimal. Dreimal. Gut, das hätte jetzt gepasst. Und unten haben wir. Dreht sich auch so rum. Einmal.
zweimal. Wobei eigentlich müsste ich hier unten die in der Mitte zuerst machen, die braucht ja länger. Genau. Wir müssen die in der Mitte zuerst machen, die braucht länger. 1, 2, die braucht 4. In der Mitte auch wieder 2. Boah. Moment. Kann man ja gar nicht schalten hier. Das ist oben, Mitte, unten. In der Mitte. Aber da komme ich ja so gar nicht nach oben, da wenn ich die in der Mitte. Hä? Moment. Ich habe den unteren noch gar nicht gemacht. Der obere war. Warte mal. Genau, ja, 1, 2. Ich habe die da unteren doch gar nicht angeklickt. Wie dreht er sich denn mit? Ich hatte doch erst in der Mitte und dann bin ich nach oben gegangen. Ach Mann, ey. Wenn der sich einmal dreht, an dem starten. So. Turning discs, one of my specialties. Now, Evelyn can't be far, can she? Ach, da kommt er hoch. Oder geht's hoch? Was war das? Ein Donner? Da ist wieder ein Lift. Okay. Fahren wir mal nach oben. Oh, wir sind draußen. Evelyn, oh, come on, don't be like that. I know you're not just the looks.
I'm the brains, remember? I know these things. So, you no longer think I'm some sort of pretty-looking novelty item, sort of like your cap. You think my cap is pretty? I mean, no. No, of course I don't feel that way. Oh, very well. I can't stay mad at you now, can I? Come on, use the stuff that's underneath that pretty cap of yours and help me solve this one. Okay. Oh, komm nicht schon wieder, das wird ja immer mehr Dinger. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Oh man, another disc puzzle. Do we really have to solve this? Unfortunately, I think we do. Now, as you might have noticed, we've reached the heart of the palace. This, in fact, used to be Solomon's throne room, and I'm guessing his riches can't be far off. Is that an educated guess? All of my guesses are educated, Adam. Now, hear me out. These discs are oil pumps. They're connected by gutters to several oil basins in front of the throne. And according to this inscription, igniting those basins should open a secret entrance behind the throne. Come again? Oh, never mind. I'll just solve the stupid puzzle for you. Ach komm, ey. Eins, zwei, drei, vier. Ach, das werden immer noch mehr von diesen Rätseln. Okay. Wenn es sein muss. Eins, zwei, drei, vier. Wie dreht sich der jetzt rum? Dahin. Der dreht sich dann darum. Wir müssen wohin? Nach rechts, ja. Der obere braucht also 3. Oder? 1. Ne, 2. Dann ist er auf der rechten Seite. Der linke braucht 1. 2. 3. Beim vierten ist er da und der andere braucht 2. Wieder obere. Gucke ich nochmal auf den blauen. Der braucht ja nur eine Bewegung. So, der startet ja dann von unten. Okay. Der dreht sich dann zweimal. Eins, zwei. Wieso dreht sich der blaue denn jetzt mit? Ich habe doch nur auf den roten geklickt. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich bin jetzt nur bei den roten. So. Der braucht 2. Der kleine obere auch. Der braucht nur 1. Der sich ja so rumdreht, ne? Oder? Ne, anders. Genau, der dreht sich so rum. 4. 1, 2, 3, 4. Rechts rum, links rum. Der dreht sich rechts rum. Der hat ja nur 2. Während der jetzt dann 4 braucht. Okay, der muss zuerst. Okay, warte mal.
Der muss zuerst. Eins. Zwei. Wieso hat jetzt der obere länger gebraucht? Moment. Ich nehme den. Eins. Zwei. Nee, das war zu spät. Der braucht zwei. Ein. Ich habe den oberen noch an. Wieso dreht der obere sich denn jetzt nicht? Na. Eins, zwei, dann müsste der vielleicht bei zwei da gestartet werden. Ein, zwei, ja. Okay. Und den haben wir hier. Ein, zwei. Sind beide denn gleichzeitig gestürzt? Wie soll das denn gehen? Moment, so. So. Weil die... It's pumping oil to the base. Die an... Now we also need to ignite them. Follow me. Genau, aber die anderen starten ja erst dann, wenn die anderen wieder gestoppt haben. Stimmt. Hallo, Mrs. Lara. Ah, ne, will er gar nicht. Hahaha. So. Ja, hast du was zu sagen? Ignite all of the basins with your torch. Ja, Fackel. Ich bin der Fackelmann, ich bin der Fackelmann. Ich gehe hier an die eine Fackel dran. Dumm, dumm, dumm. Warte mal. Hä? Ach so. Aber die brennen ja gar nicht. Wieso brennen die nicht? Ach so. Hä? Also von unten. Da die Seite gar nicht gesehen. Der Hebel. Und diesen Hebel. It worked and still no sign of the Clairvo. Looks like we'll be able to secure Solomon's treasure before they can lay their greedy hands on it. I sure hope so. Even though I enjoy your company, I would enjoy it even more if we wouldn't be stuck in all these ancient ruins all the time. That's kind of, well, sweet, actually. Let's keep going. Evelyn, lauf doch nicht immer so weit vor. Mann, du bist auch nur eine Frau, du kannst doch fast nichts. A swimming pool? Solomon's greatest treasure was his ability to do the butterfly stroke? I doubt it. If I remember correctly, Solomon briefly worshipped false gods near the end of his life. This may be the sanctuary he built for them. And look, there's a doorway on the other side. There's still more down here. Ja, ich meine, wir können auch einfach darüber schwimmen, das ist doch kein Problem. Packen wir die Fackel weg und dann hui. Okay, beide können nicht schwimmen.
Bedauerlich. Knall, bumm, Spritz. Ja. So, Evelyn. Komm da rüber. Wieso kommst du nicht mit? Hä? Was ist denn mit dir los? Hallo? Wieso kommt sie nicht? So, und nun? Ach ja. ja. Okay. Da geht's auch nicht weiter. So. Dann machen wir hier oben. Wow, Alter. Hier spielen wir wieder Tarzan. Gut, da unten haben wir eine Brücke. Es hat gereicht. Immer müssen wir hier alles alleine machen. Jetzt geht es noch hier eben durch den Berg durch, unter der Erde. Nur eins ist ja immer wieder komisch, ne? Warum brennen hier Fackeln? Und wie lange überhaupt schon? Können wir das da kaputt machen? Nein. Hier war schon keine Ahnung wie viele Jahre, Jahrzehnte keiner mehr unten. This is it. Evelyn, can you feel it? We are here. Remarkably enough, I think I can. Ach ja, auf einmal bist du da. Wo kommst du her? Probably. You probably should. Du alte Muschi. We'll talk later, Adam. Go and solve your puzzle. Ja, guck mal, ist doch gar keiner hier unten. Nur wir zwei. Wir könnten doch alle beide ganz schön mal. Also Spaß haben. Ja. Gut, aber nein. Der muss wieder Rätsel lösen. Der würde so gerne was anderes machen. Was haben wir denn hier für ein Kekenfenster? Wir müssen die Dinger verbinden, oder was? Hoppala. Zweimal rot, zweimal blau. Hier ist zweimal gelb. Ach so. Aha. Oh Mann. Wir müssen den roten von oben nach unten runterholen. Dann hätten wir hier jetzt vier rote, aber... Ach du Heilige. Oh Mann. Ja, so ist der rote wieder oben, dann haben wir da grüne. Das ist doch auch nicht schön. Moment. Wenn wir das so machen, dann wäre da jetzt ein grüner, dann roter. Oh, nee. Ah, oh, sowas ist natürlich auch wieder total. Oh, ich glaube, sowas konnte ich auch noch nie.
Der muss darüber. Jetzt haben wir da einen blauen. Aber da kommt der rote nicht hin. Nein, ich will den roten eigentlich. Dann haben wir da. Aber da ist wieder zu viel Grün. So habe ich oben und unten und da. Ich habe jetzt vier gelbe, vier blaue, vier rote. Ja. Und warum kommt da jetzt nichts, wenn wir alles richtig haben? Also für mich sehen alle richtig aus. Hier sind vier gelbe. Da sind vier blaue. Dann haben wir hier vier rote, die sich drehen. Und vier grüne. Aber was ist jetzt mit der Mitte? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich kann den da auch nicht gleich, gleichfarbig machen. Sind nur mal vier von jedem da. Hä? Dachte ich, muss die an den Seiten da einfarbig machen. Das ist ja auch komisch. Was hat denn das jetzt wieder zu bedeuten? Rot, gelb, grün, blau. Alle haben vier, alle sind gleich, alle sind voll oder vollständig. Aber nee, warte mal, das ist ja. Die haben noch so kleine Dinger da. Also blau ist blau, ja. Nur bei rot ist gelb und bei grün ist hier rot. Ach, Mann, ey. Moment. Wenn wir jetzt den so unten muss jetzt gelb sein. Oh Mann, ey. Das ist ja doch noch schwerer als ich dachte. Ach, Mann. Boah, das ist wieder mal. Das kann nicht wahr sein, ey. Der gelbe. Der grüne muss nach oben, wo der blaue ist. Der rote muss dahin. Warte mal. Grün ist
Blau. Blau muss auf Rot und der Rote. Der Rote dreht sich jetzt hier mit. Der Grüne, wenn der oben ist, ist der Blau. Dann sind die zwar richtig, aber der Gelbe muss auf Rot. Der Gelbe muss auf Rot. Der Gelbe muss. Der Grüne richtig, so ist der Rote richtig. Wir müssen den müssen blau und grün umändern. Gut, für das habe ich auch vielleicht ein bisschen länger gebraucht, als man haben müsste, aber gut, irgendwann komme ich da drauf. ja, kann das doch gehen. So viele bunte Farben und dann flimmert das da auch noch und so weiter. Gut, aber wir konnten das gut lösen. Wer hat hier ein Buch hingelegt? It is. Why didn't I think of that before? Don't you see? Solomon's greatest treasure was his wisdom. Which means the whole Clairvaux operation is pointless, since they're just looking for earthly treasures. You're right, they are. We should tell their manager this and make sure they leave this incredible place alone. Finde einen Ausgang. Gut. Denkt, suche ich dann in der nächsten Folge. Habe es mir wieder was gelöst. Da bin ich stolz drauf. Also, bis zum nächsten Mal. Bye bye.